hier. Ich muss unbedingt mein Leben resetten. Zur Zeit habe ich so viel in der Wohnung gemacht. Wir machen gerade unser Ankleidezimmer. Ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr auch euer Leben resetten könnt. Wenn ihr mal ein paar stressige Tage oder Wochen hattet und alles liegen gelassen habt und dann wieder zurück in eine Routine wollt. Ich brauche erstmal ein Schluck Wasser. Es fängt alles mit einer guten Morgenroutine an und ich weiß, ja, ich zum Beispiel... Ich hasse es, früh aufzustehen. Ich bin lieber nachts länger wach, mache dort alles, aber irgendwie scheint es nicht so richtig bei mir funktionieren. Spät schlafen gehen und früh aufstehen funktioniert nie. Deswegen muss jeder seine eigene Routine finden. Ich will versuchen, früh aufzustehen. Ist egal, um wie viel Uhr ihr aufsteht. Wirklich, jeder hat seine eigene Routine. Es geht einfach nur darum, dass ihr eine habt, die ihr jeden Tag ausführen könnt, ohne so richtig dabei nachzudenken. Also es muss einfach, wisst ihr, so... direkt kommen, ohne zu sagen, okay, was wollte ich jetzt machen? Nein, es muss eine Schritt-für-Schritt-Liste sein, die ihr macht. Und es ist so eine Gewohnheit, die man entwickeln muss. Und es dauert halt. Aber es lohnt sich, weil irgendwann ist es in deinem Kopf verankert und dann machst du einfach alles automatisch. Früher bin ich immer richtig hektisch aufgestanden. Nicht mal irgendwas gegessen, Schluck Wasser getrunken, Zähne geputzt und alles und dann direkt raus. Aber ich habe mich immer so stressig gefühlt. Deswegen, ich finde, es ist wichtig, wenn man es ein bisschen langsamer angeht, damit der Körper auch wach wird und nicht direkt ein Schock kommt und dann direkt losgeht. Schon seitdem ich in meine Morgenroutine diese kleinen Gewohnheiten integriert habe, kann ich viel besser den Tag starten. Mein Kopf ist freier als davor. Deswegen, ich kann euch empfehlen, entweder ihr lest ein Kapitel oder 10 Minuten lesen, so in der Art. Oder wenn ihr einen Kaffee trinkt, dann einfach nur den Kaffee trinken, ohne irgendwelche Elektrosachen, ohne Handy, ohne Fernseher oder so. Einfach nur mal wirklich so sitzen, trinken und dann kurz die Ruhe genießen und entspannen. Es kann auch nur 5 Minuten sein, es ist egal. Hauptsache, ihr habt kurz diese Ruhe. Aber falls ihr mehr Zeit habt morgens, dann würde ich euch sehr empfehlen, eine Yoga-Session zu machen. So auf YouTube ist der einfach so. Ihr müsst auch nicht Sportklamotten anziehen. Ich mache es meistens in meinem Pyjama, was ich gerade anhabe. So. Oder wenn ihr sehr, sehr viel Zeit habt morgens, dann safe ins Gym gehen und dann eine gute Session hinlegen. Das ist, finde ich, am besten sogar. Ich schaffe das auch nicht immer. Ich liebe es, morgens ins Gym zu gehen, aber es ist halt, manchmal will man ein bisschen mehr ausschlafen, ne? Aber dann würde ich dann anstelle vom Gym einfach zu Hause kurz einen Workout machen. Seine Target oder sowas. Einmal ein bisschen Yoga oder Meditation. Zum Glück bin ich heute ein bisschen früher aufgestanden und habe ein bisschen Zeit. Deswegen werde ich jetzt ins Gym gehen und Leg Day ist heute dran. Das heißt, ich werde meine Beine zerstören. Fühle ich mich auf jeden Fall viel, viel besser danach. Ich fühle mich immer besser nach dem Gym. Ich würde sagen, let's go! Falls ihr Bock habt, ich habe eine Gym-Playlist und ich werde sie immer updaten. Ja, lohnt sich reinzuhören, wenn ihr die gleiche Musik hört wie ich. I've been flowing through the money like you're growing trees. I've been fucking on a French bitch, still I be. I just put them on a jet, now they all tight. Way I'm dressed until I've been to $1,000. This bitch live by getting shots, but she's still a style. Ich will euch Hallo sagen. Ne? Gefällt dir der neue Stuhl? Jimmy Fallon, Crow shoot from anywhere like you Ray Allen. Cody, turn me up. Cody, turn me up. Cody, turn me up. Got a fur on a Tampa, got me burning up. Shorty said she graduated, she ain't earning up. Lady, I'm track one, okay, I heard enough. Girl, the driver downstairs, better hurry up. Savage got a new stick, you wanna dirty up. Touchdown in NY, tear the purse up. Hey, both take a stage with the great sense. Introduce me to... So, bin wieder zu Hause und hab mich jetzt ein bisschen geschminkt und ich bin mir nicht so sicher wegen dem Lippenstift. Das ist so ungewohnt. Ich glaube, der ist ein bisschen too much. Ich würde voll gerne mehr so rote Lippenstift tragen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es steht mir nicht so krass. Auf jeden Fall mache ich mich ready und mache jetzt meine Haare und oh mein Gott. Sag mal nicht, ich bin die Einzige, die immer richtige Kopfschmerzen von Dutz bekommt. Ich trage so selten Dutz, weil ich immer denke, ich sehe aus wie ein Eierkopf. Aber ich glaube, ich lasse ein paar Strähnen draußen, oder? Oder machen wir streng dort ein paar draußen. Ne? So sieht's. Ja. Falls ihr auch normale Gels viel zu stark findet und ihr auch so feine Haare habt wie ich kann euch dieses Gel sehr empfehlen. Auch Anti-Frizz mit Olivenöl und Argan. Und es ist voll angenehm für die Haare, weil das nicht zu krass die zu hart macht. Ich mag dieses Gefühl nicht, wenn Gels für zu hart ist. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Lippenstift behalten werde, aber wir lassen es erstmal. Okay, was ziehe ich an? Heute ist es ein bisschen wärmer und es ist voll schön, deswegen vielleicht sollte ich das ausnutzen und
einen Rock anziehen. Einen schwarzen Rock. Vielleicht dieses Oberteil hier. Das würde so zu meinen Lippen ein bisschen passen. Und Stiefel. Ich muss die aber sauber machen ein bisschen. Ob ich eine Strumpfhose anziehen will oder nicht. Ich glaube, irgendwie will ich Ohn oder Axt. Axt und dann so längere Socken. Dann ist es so entspannter. Hey, ich habe mich jetzt doch umentschieden komplett. Moment, ich mache euch mal ein bisschen weiter nach hinten. Die Kamera tiefer. Ja, also Strumpfhose doch angezogen und diesen Rock. Eigentlich wollte ich einen schwarzen Rock. Kein Bock gerade auf schwarz. Und ich habe eine Shorts an, weil der kurz ist hinten. Und dann dieses schwarze Oberteil. Und jetzt brauche ich eine Jacke. Jetzt wird Zeit für Schmuck. Mein Lieblingsthema. Ich liebe Schmuck. Es wertet einfach jedes Outfit auf. Ich meine, jetzt sieht es so... Es sieht okay aus, aber ich meine, ein bisschen mehr Schmuck würde es nochmal aufwerten. Und ich habe wieder den perfekten Schmuck, und zwar von Pure Lay. Und das ist der neue von Mahina Club. Und der ist wirklich so pretty. Schaut euch mal die Kette an. Die sieht so hochwertig aus. Und dann gibt es noch dazu passende Ohrstecker. Sind die nicht schön? Ich finde, das Design ist dieses Mal sehr, sehr gut gelungen. Sehr minimalistisch, deshalb auch alltagstauglich. Und ja, es ist sehr pretty. Die Verpackung ist auch mega als Geschenkidee, finde ich. Und die kann man auch immer wieder verwenden, da sie echt... sehr fancy ist. Und diese Edition heißt Konani. Und dazu gibt es auch einen passenden Charme. Der Charme ist auch richtig pretty und passt so gut zum Set. You can leave us in peace, 'cause all of these niggas be on you. Das Armband gerade nicht alleine an, aber so sieht das aus. Ich habe es mit dem Charme jetzt kombiniert und es passt einfach so perfekt. Falls ihr nicht wisst, was der Mahina Club ist, es ist ein flexibler Schmuck-Abo von Pure Lay. Ihr könnt jeden Monat den kündigen, aber ihr bekommt Schmuck für viel günstiger als der Warenwert und es lohnt sich extrem, weil die Schmuckstücke sind jedes Mal so, so wunderschön. Und ich habe auch einen 10%-Code für euch. Kommt die 10% auf euer Abo. Der Schmuck ist jedes Mal so wunderschön und ich freue mich immer, wenn ich die bekomme. Guck mal bitte, wie schön das funkt. Und die passen so gut zusammen. Ihr bezahlt nur 29,90 für einen Monat und dann kriegt ihr Schmuck im Warenwert von über 70 Euro. Das ist ein mega Deal. Und ihr könnt sogar von Gold bis zu Silber bis Roségold auswählen. Das ist alles euch überlassen. Es ist, wie gesagt, monatlich kündbar. Ihr müsst nicht einen Einjahresvertrag oder sowas machen. Ihr könnt es ja gerne ausprobieren und mir schreiben, wie ihr es findet. Und habe ich schon erwähnt, dass ihr auch jeden Monat noch zusätzlich Geschenke bekommt? Macht es und probiert es. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Okay, Leute, ich filme jetzt weiter auf meinem Handy, weil ich muss los. Sorry, aber die Kamera passt hier nicht in diese kleine Tasche rein. Und ich gehe nicht mit dem Auto, ich gehe mit dem Uber, weil ich treffe Flavia in Berlin-Mitte. Und alle, die Berlin kennen, wissen, mit Auto, vergiss direkt. Eine Stunde kostet 4 Euro. Dann zahle ich lieber Uber und bin günstiger sogar. Da muss mir keinen Stress machen wegen Parkticket und so. Ich habe mir jetzt noch diese Lederjacke angezogen. Die ist von meiner Mutter und die ist vintage und ich liebe sie. Und meine Axt. Daran-Erinnerung, ich habe die Jacke von meinem Freund genommen, weil die noch geiler ist. Die ist brutal. Wieso sehen Männerjacken einfach geiler aus als Frauenjacken? So, heute werde ich die Wohnung deep clean. Ich habe in den letzten Wochen einfach nichts gemacht, so in der Wohnung, weil ich so viel zu tun hatte. Aber ihr wisst ja, wenn man eine saubere Wohnung hat, hat man auch einen klaren Kopf. Ich fühle das immer wieder, wenn die Wohnung komplett dreckig ist. Deswegen werde ich alles deep clean. Leute, ich habe meine Teenie-Jahre in einer kleinen Wohnung verbracht mit meiner Mama. Ein sehr, sehr kleines Zimmer und da war es viel einfacher, alles sauber zu halten. Aber jetzt mit dieser großen Wohnung bin ich ein bisschen überfordert und manchmal habe ich auch einen Mental Breakdown, weil ich denke, boah, ist das viel. Vor allem auch noch mit Katzen. Man soll versuchen, alles so gut es geht sauber zu halten. Das Ding ist auch, ich werde niemals alles schaffen, heute sauber zu bekommen. Ich muss so, so viel machen und ich kann euch empfehlen, alles so in Tage aufzuteilen. Ich mache das immer, wenn ich so einen Tag wirklich so frei habe oder ein paar Stunden und dann mache ich eine Liste, was ich alles machen werde und schaffe und ich fange immer mit den Basics an. Nur ich bin leider ein Mensch, der sich sehr schnell verleiten lässt dazu, Sachen zu organisieren. Zum Beispiel mache ich den Kühlschrank auf und ich sehe, boah, der Kühlschrank ist gar nicht organisiert. Dann fange ich erstmal an, den Kühlschrank zu organisieren, so stundenlang und dann vergesse ich die ganze Wohnung komplett und das ist ein No-No-No. Deswegen denke ich immer, hey, ich bin eine Putzfrau. Oder Putzhilfe, sagen wir. Und mache nur die Basics, wofür ich auch bezahlt werde und nichts anderes. Und das hilft mir dann immer, bei der Sache zu bleiben und nicht
irgendwelche anderen Sachen zu organisieren. Meine Haare wegstecken und dann geht es direkt an die Arbeit. Außerdem meine Katze Sissy, sie ist gerade beim Arzt und wird kastriert und ich will, wenn sie zurückkommt, in 1,5 Stunden will ich, dass die Wohnung komplett clean und sauber für sie ist, damit es einfach besser ist für sie. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man nach der OP nach Hause kommt. Deswegen, let's go! By the way, mein treuer Helfer, heute keine Energie. Voll viele benutzen immer so Glasreiniger zum Staub abwischen, aber eigentlich ist das gar nicht dafür gedacht und ganz ehrlich, man braucht das nicht. Einfach Wasser und Essig, 1:1. Und dann, das war's. Mehr braucht ihr nicht. Vertraut mir, ist auch günstiger. Vor allem, wenn ihr Haustiere habt, ist es auch viel besser für die Haustiere. Ich stelle jetzt erstmal alle Möbel hoch, die der Saugroboter erwischen wird. Vor allem der Tisch dahin und noch der Beistelltisch. Dann mache ich den Roboter an, weil der macht dann in der Zeit, in der ich andere Sachen sauber mache, den Boden sauber, was so praktisch ist. Ich schwöre, ich kann euch einen Saugroboter sehr empfehlen. Beste. Die Maus kommt weg und dann... ich muss gucken, ob er für unten eingestellt ist. Das ist die Landkarte für unten und man kann hier halt mehrere Stockwerke auswählen. Deswegen, das ist oben und das ist unten. Deswegen, ich muss das immer einstellen. Und dann geht's los. Meine Katzen hassen ihn, aber wenn die wüssten, wie viel Haare er aufsaugt von denen. Every time I pull my head up, what is any unfair? But you'll find me ugly and one day you disappear. Because what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever? Bum to me, like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Pulling his phone like you'll send me a pin. Duck in my shit, cause. Oh, Alter. Ich hab gar nicht gemerkt, dass das passiert ist. Oh, ist das eklig. You know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit, then you do. Gestern die Putz-Session beenden, weil wir Sissy abgeholt haben vom Tierarzt. Ihr ging es halt nicht so gut, ihr wisst ja, wenn eine Katze eine OP hatte, dann ist sie erstmal müde und braucht erstmal viel Zuneigung. Deswegen dachte ich mir, okay, ich werde erstmal bei ihr sein. Das Ding ist auch unser Kater, also Sammy. Er kam gar nicht klar, er hat ihr Geruch gehasst, weil sie hat komplett anders gerochen und er kennt sie heute auch immer noch nicht. Das ist voll schade, aber leider sind die gerade einfach ein bisschen... getrennt, aber ich denke, das wird sich dann so morgen bestimmt legen. Auf jeden Fall, ihr geht es jetzt schon viel besser. Sie isst gerade sogar. Und wir sind nur ein bisschen sauer auf den Tierarzt, weil sie hat im Gesicht so 2 Wunden und das hatte sie davor nicht. Und die haben uns unterstellt, dass es von uns kam, also dass sie halt schon so ankam. Aber wir haben ihr sogar ein Foto geschickt oder gezeigt, dass sie halt nicht so aussah. Dann hat sie am Ende gesagt, ja, kann wahrscheinlich sein, dass sie ihr Gesicht an den Gitter gerieben hat, ne? Also in dem Aufwachraum, wo die
Tiere aufwachen nach der OP. Aber ich denke so, hä, wieso ist da keiner und hat aufgepasst, so, wenn sie aufwacht, dass irgendwas passieren könnte vielleicht. Und die so, ja, ich war halt eine Stunde in der Mittagspause und hat sie es wahrscheinlich dort gemacht. Aber ich denke so, Alter, wir haben dir unsere Katze anvertraut und bekommen sie halt zwei Wunden im Gesicht wieder. Ich zeig's euch mal. Das ist auch voll nah an ihren Augen, ne? Also an beiden Augen, richtig blutig gerieben. Und ehrlich gesagt, das sollte gar nicht sein. Sie hat sich auch entschuldigt. Aber trotzdem wisst ihr, dass sie erstmal uns unterstellt, dass wir unsere Katze so abgegeben hätten. Geht gar nicht. Vor allem, dass sie die auch gar nicht behandelt haben, die Wunde so. Erst nachdem wir sie angesprochen haben, das hat uns echt abgefuckt. Das erste Mal dort, eigentlich wollten wir zu einem anderen, aber der hatte keine Termine kurzfristig frei, deswegen haben wir uns halt für den hier entschieden. Aber zum Glück geht es ihr trotzdem gut, sie isst, sie rennt, springt, macht alles. Es ist halt einfach nur diese Wunde so, war voll unnötig. Hätten die einfach mal besser aufgepasst. Ich wollte unbedingt noch die Fenster sauber machen und ich wollte etwas ausprobieren. Und zwar, ich habe mir so ein Dampfgerät bestellt und oh mein Gott, ich liebe es. Ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Hier steht das gute Ding. Das ist von Lidl. Einfach von Lidl bestellt. Ey, ich sag's euch, die kosten eigentlich mehrere hundert Euro, aber der war einfach nur 40 Euro. Den kann man sogar hier, also es ist auch so ein Handgerät, ne? Den kann man hier so, warte, ich zeig's euch. Also man kann den hier auch so rausnehmen und dann hat man so ein 2-in-1 Gerät, wisst ihr, so auch für kleinere Flächen und mehr Details, wisst ihr, um Fenster zu putzen. Ist viel handlicher als halt nur das hier und das halt für den Boden. Aber es ist so, so praktisch, da sind so viele Aufsätze dabei gewesen. Das Gute halt an so einem Dampfgerät ist, es macht alles komplett sauber nur mit Wasser, weil es halt extrem heißes Wasser ist und Dampf. Und dadurch werden auch 99% Bakterien gekillt, was wirklich sehr, sehr gut ist, vor allem wenn man Babys hat oder halt Tiere, alles mögliche. Der andere guckt mich so an, so, was labert die? Als mein Freund die Wände gestrichen hat, hat er mit dem Dampfgerät auf dem Boden die Farbe wegbekommen. Es ist so, so gut. Nur mit Wasser, Leute, ihr braucht nichts anderes. Man spart so viel an Putzmittel und es ist auch viel besser für die Umwelt. Ne, mein armes Baby. Oh, sieht ein bisschen aus wie Rouge, aber es ist einfach Blut. Okay, dann lass mal das Ding ausprobieren am Fenster. Ich habe nämlich echt viel Gutes gehört, dass man damit wirklich alles sauber machen kann. Ich brauche jetzt eine meiner Lieblings Pasta-Gerichte und das ist so, so einfach und schmeckt mega lecker. Eigentlich esse ich nicht so gerne Pasta zum Mittag, weil es macht mich dann immer voll müde und dann will ich einfach nur schlafen, aber ich hab Bock darauf. Hier Garnelen drin, nicht eingeweicht. Die waren tiefgefroren, deswegen habe ich die jetzt in heißes Wasser reingetan, damit die auftauen. Schneide gerade ein paar frische Tomaten klein, weil das wird dann meine Soße. Am Ende jetzt noch ein bisschen Philadelphia reingemacht, also Philadelphia Light. Aber ist nur optional, ihr könnt es auch weglassen. Aber ich mag es ein bisschen cremiger manchmal, aber manchmal mag ich es auch natürlicher. Boah, ich freue mich so auf die Pasta. Ich habe einen neuen Teller, also zwei sind das. Und der sieht so aus. Ich fand ihn voll cool, weil er so nicht perfekt aussieht und er war echt nicht teuer. Ich glaube sogar unter 20 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher. Den von Lidl bestellt. Und Leute, ich kann es euch nur sagen, Lidl ist underrated. Also der Online-Shop. Ich habe das erste Mal dort bestellt. Und die haben wirklich gute Qualität. Und auch für einen guten Preis. Ich kann es euch echt empfehlen. Vor allem, wenn ihr das erste Mal in eure eigene Wohnung zieht. Die haben echt viele Sachen. Günstiger als Ikea manchmal, wenn man gute Angebote findet. Ihr könnt euch auch den Versand sparen. Ich wusste das selber nicht. Das hat mir eine von Lidl erzählt. Sie meinte, an der Kasse kann man sich einen Coupon holen für den Lidl Online-Shop und damit spart man den Versand. Hey, meine Pasta ist ready. Ich sterbe vor Hunger. I've been a daughter, sex in a, uh-huh.
And I can put you in. I can put you in. I've been a throw up the sex in a. Sex enough.